Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Subsistence mit mir, dem Kirsch. So, weiter geht's. Wir hatten ja da hinten in der letzten Folge noch eine Kiste erspäht. Aber bei unserem Glück wird das ja eher eine mit Wölfen bewachte Kiste sein. Ja, lauf woanders hin, lauf woanders hin. Wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach Kupfer. Fragmenten oder Kupfererz, damit wir unseren Hühnerstall upgraden können, damit die auch außerhalb Futter suchen können. Ja, springt jetzt mal ein bisschen. Ja, da war wieder ein Hase oder so. Aber wir finden aktuell kaum Kupfererz. Warum ist da oben eine Kiste? Wieder ein Wolf. Super. Tja, aktuell haben wir immer noch die Wolfplage. Wir haben immer noch ein totes Tier mit uns rum. Und unser Fleisch, das wir auch noch dann gleich braten müssen. Wir haben nämlich auch wieder Fleischhunger. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ein paar Blaubeeren hier raus. Vielleicht hat unser Hühnchen noch überlebt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Eisen, Eisen, Eisen. Tschüss. Gut, dass er nur einmal geknurrt hat. Na, Scrap Metal nehmen wir gerne mit. Die Kurbelpflanzen nehmen wir auch mit. Blaubeeren, die Möglichkeit. Schlimm, aber mehr Blaubeeren. Wie viel? 3 Stück. Die können wir dann gleich wieder in den reindrücken. 2 Hühner sind hier unterwegs. Ja, können noch was brauchen. Food. Aber aktuell lebt es noch. Sehr schön, dann gucken wir gleich mal nach unserem Ofen. Ah, fast geschafft. Split one. Ja, wir hauen mal doch noch ein bisschen Fertilizer rein. Gut. Wir brauchen dringend Kupfer. Kupfer über Kupfer. Können wir sogar hier wieder anmachen. Dafür brauchen wir ja auch 20 Eisenfragmente. 20 und 7 Kupfer. Scrap Metal haben wir ja, und das ist Path Close. Brauchen wir Cotton. Gut, dass wir Cotton angebaut haben. Schon ein Level 2 Huhn. Aha. Ich wollte jetzt losrennen, obwohl wir noch was zu essen im Ofen haben. Sind wir alle gut? Eat, eat, eat. Jo.
So. Okay, ziehen wir nochmal los. Dann suchen wir noch ein bisschen Kupfer. Wie sieht es mit dem Feuer nochmal aus? Ja, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, Kupfer. Und da ist eine Kiste und da ist bestimmt auch ein Wolf in der Nähe. Nö. Wie viele Pfeile haben wir noch? 11. Hier müssen wir auch bald wieder Pfeile machen. Du bist eine Medizinkiste, sehr fein. Brauchen aber trotzdem noch Kupfer. Am Ende brauchen wir das Prosperpi-Ohr oder wie das heißt, auch noch en masse. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, dann muss ich das dann in der nächsten. Mitnehmen aus der Truppe bloß Eisen hier, oder? Ja. Nehmen wir aber trotzdem mit. Hoffentlich ist da kein Wolf. Da oben. Bei der Munitionskiste oder vielleicht auch Medizinkiste. Werden wir jetzt gleich sehen. Will nicht drum herumrennen. Munition haben wir da eine Schrotpatrone. Da ist der Wolf. Schlimm. Nehmen wir einfach mal. Ach, komm schon. Manchmal zeigt es an, gibt den Sound, aber zeigt es an. Wieder Eisen. Nicht den, ihr fucking Ernst, dass da jetzt oben Kupfer ist. Doch. Der Wolf. Mann, da läuft er. Ach, drei Schüsse, zwei Schüsse vergeudet. Nur um an das Erz ranzukommen. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Hoffentlich komme ich da auch ran. Hoffentlich komme ich ran. Was ist denn jetzt? Ach, wirklich vergeudet. Nicht, dass ich mir bloß eine Foundation bauen brauche, um dann dahin zu kommen. Sage jetzt nicht, das Kupfererz ist weg.
Nicht den ihr Ernst. Super, das Kupfererz ist weg. Mann. Frustriert. Vergeudete Munition, super. Eisen braucht doch keiner aktuell. Schlimm. Ach, Mann, Mann, Mann. Die guten Mumpen vergeudet. Hühnchen. Ach, war bloß ein Stein. Zieh mal weiter frustriert durch die Lande. Nein, ich nehme nicht mit. Ja, die Kurteln habe ich gerade noch gesehen, aber die lasse ich jetzt mal dort. Ich schiebe gerade immer noch Frust. Wir hätten unser Hühnchen-Upgrade bauen können, fast. Aber nur fast. Mann. Ja, Natur gibt. Natur nimmt. Ja, Holz haben wir noch ein bisschen. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Ändern können wir es jetzt eh nicht. Da ist wieder ein Wolf. Schade, es fehlt Kupfer.
Mann, Mann. Ah, da war sogar gleich aus dem Busch. Haben wir schon. Ja, gucken wir mal, was wir kochen können. Okay, hier ja, Blaubeeren. Level 3 und das ist sehr gut. Unsere ersten Eier. Mann, Mann, Mann. Hätten wir wenigstens das Kupfer bekommen, hätten wir es sagen können, okay, die Mummeln war nicht vergeudet. Aber so war es ja vergeudet. Aber davon lassen wir uns jetzt unsere Stimmung nicht trüben. Wir haben uns die ersten Eier. Ja. Sehr schön. Gleich wieder Holz nachlegen. Und Wasser. Ist durch. Wie sieht es hier aus? Fast soweit. Zimmern wir noch mit rein. Gut, was brauchen wir dann sozusagen für unseren nächsten Doorway? Da brauchen wir noch zwei Kurbeln, ist aber kein Problem. Können wir alles machen, weil da kommt dann hier wirklich so einen kleinen Wintergarten anlegen. Können wir vielleicht sogar versuchen, zwei hier hinzubekommen. Müssen wir mal schauen. Erste Kurbel und wir können gleich noch das Fleisch braten. Haben zwar nicht so den Hunger auf Fleisch, aber es muss weg. Siehst du, ich wollte mal gucken. Wir können die nur roh essen. Aber es gibt Proteine. Wäre vielleicht noch gut, wenn man die braten könnte. Vielleicht. So, dann machen wir unseren Doorway. Ja, können wir erstmal kurz ausmachen, damit wir ein bisschen Strom reinbekommen. Gut, aber ich würde das mal an der Stelle sagen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten seid nicht, ist vollkommen euch lassen. Im Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.